Bitte. Fuß. Jetzt Geduld, bleibst im Bild. Hi, wir sind live. Ich hoffe, dass alles funktioniert wie gehabt. Und ich sage als erstes jetzt mal Hallo von mir und von Hallo. Sebastian. Wir freuen uns beide sehr, dass ihr einschaltet. Im Augenblick weiß ich jetzt nicht, ob schon jemand online ist. Wir haben den Stream für 17 Uhr angekündigt und haben es tatsächlich geschafft, diesmal relativ pünktlich zu sein. Na, was sagst du, Sebastian? Findest du es gut? Finde ich sehr gut, mal zur Abwechslung. Irgendwie sehe ich dein Gitarrenspiel so in der Form nicht so. Also Live-Video ist online. Im Moment sehe ich hier noch keine Beteiligung, aber das ist uns ja egal, ne? Wir streamen einfach durch, bis die Schweine pfeifen. Ich hoffe, dass der Sound okay ist, dass ihr uns gut hört. Ich fahre hier den Pegel noch ein bisschen vom Mikro hoch. Ja. Kontrolle könnte ich nur dadurch erlangen, indem ich und indem wir beide jetzt mit dem Kopfhörer hier sitzen würden. Ne? Aber das finde ich irgendwie so ein bisschen Komisch. komisch, mehr so Radio-Moderator-mäßig. Ja. Deswegen lassen wir es einfach mal. Muss halt Also, sein. ich habe hier die zweite Webcam stehen. Ah, im Moment haben wir schon zwei Zuschauer. Hi. Hi. Ihr wisst ja, letztes Video hatten wir vier Herzen. Ich will diesmal mindestens fünf. Ne? Daumen hoch, Herzen im Bild. Das gefällt mir. So, bevor wir heute zu den angekündigten Themen reden werden, möchte ich mich erstmal bei euch allen für dieses Jahr 2016 bedanken. Möchte in meinem wie auch in Sebastians Namen wir möchten uns bedanken Die für die Unterstützung. Unterstützung, für die Teilnahme, für das Feedback, was wir bekommen, für die ganzen Videos, die ihr euch von uns auf YouTube anguckt. Und hierzu nochmal vielen Dank. Und gleichzeitig die Ankündigung für 2017. Da werden wir sehr differenziert vorgehen. Sebastian wird weiterhin Licks, Riffs, viel über das Thema Improvisation, oder? Viel über das Thema Improvisation, Modes, Technik, verschiedene Gitarristen, also von Richie Kotzen bis Joe Bonamassa, weiter ausführlich erklären. Ja, und ansonsten freue ich mich sehr auf Anregungen und Wünsche, Ja, auf die man. das ist ja auch das, was wir heute machen. Wir gehen auf die Wünsche ein. Und ich habe eine sehr präzise Anfrage bekommen für das Thema heute. Eine sehr nette Anfrage sogar. Und hierzu gehe ich nochmal in meine Facebook-Nachrichten rein, um da ganz klar nochmal zu gucken, was ich da an Informationen bekommen habe, sodass ich euch dann das ganz klar nochmal unter Nachrichten hier muss ich da gucken kann. So, wir haben von Marc, grüß dich Marc, ich hoffe du bist eingeschaltet. Auch wenn du keine Zeit hast, nee, Marc, ja, Marc. Wenn du keine Zeit hattest, weil du, wie du mir geschrieben hast, noch im Geschäft bist, du wirst dich, hoffe ich, auf das Video später freuen. Wenn wir das dann nach dem Livestreamen hochladen. Es geht um Folgendes. Er ist Lead-Gitarrist, spielt in einer Band, hat eine Band gegründet, liebt Rock'n'Roll, wie Led Zeppelin, The Who und vor allem Angus Young von AC/DC. Nach ihm einer der großartigsten Gitarristen aller Zeiten, für uns auch. Ja. Und worum es ihm geht, ist zu fragen, wie Angus vorgeht. Er schreibt, er kann schon die Moll-Pentatonik in A-Moll und A-Dur im AC/DC-Style spielen. Aber er hat ein bisschen Probleme mit der Schnelligkeit. Er macht die Übungen, die wir auch teilweise hochladen, die er so gefunden hat.
und guckt sich die Konzerte an und fragt sich, ob viel Hammer-ons und Pull-offs im Spiel sind bei Angus Young. Da werden wir ganz klar drauf eingehen und auch ein bisschen improvisieren in seiner Art. Und welche Tipps und Tricks wir euch geben können, damit ihr diese Energie in die Spielweise von Angus Young ein bisschen für euch entdecken könnt. Dann hatten wir noch ein Thema, und zwar von, mich mal gucken, Downstrokes, ja. Tom hat nach Downstrokes gefragt am 4. Dezember, im Stile von Metallica, Master of Puppets. Da Sehr bist gerne. du, glaube ich, sogar spezialisierter als ich. Da werden wir dann auch drauf eingehen. Auf jeden Fall. So, als allererstes will ich jetzt mal sehen, wie viele Leute online sind. 5. Sehr gut. Ich denke mal, es werden sich noch einige einschalten. Wobei ich natürlich total respektiere, dass ihr am vorletzten Tag des Jahres überhaupt in einen Livestream Wo es auch noch um reinschaltet, Gitarre und Musik wo geht. es um Gitarre und Musik geht. Das spricht für euch. Das zeigt mir auch, dass ihr Bock habt, euch zu verbessern. Und das ist das Thema hier. Was ist so cool an AC/DC? Was ist so cool an Angus Young, Malcolm Young, an diesen beiden? Kompromisslose Energie. Einfach Feuer. Feuer. Wir haben uns das. in Vorbereitung für den Livestream uns vorhin, einfach um in die Laune zu kommen, haben wir uns was angeguckt? Riff Raff. Riffraff. Riff Raff, Bon Scott, mit dem alten Sänger. Und eine unglaubliche Performance. Die Videos findet ihr natürlich online. In dem Lied ist alles, was AC/DC ausmacht. Absolut alles. Ein unglaublicher Riff, Dynamik. Dynamik, Gesang, Ja. Energie im Ein Gitarrensolo. Part, in dem der Bass die Hauptrolle spielt Ja, wo richtig und dann treibt. die Lead Vocals erst dazukommen. Das dauert lang, bis die Lead Genau. Vocals kommen. Ne? Aber Ja. dann, wenn Bon Scott reingeht, es ist messerscharf, es ist Der eine Wahnsinn. Wahnsinnsenergie Ja, da. ja, Also, ja. und Thema Energie, wir müssen mal gucken hier, jetzt, wenn wir spielen oder wenn ich hier spiele, ihr seht mich, hoffe ich, ganz gut über die zweite Cam auch, was ich so mache. Ja. Also wenn ihr jetzt typische Gitarrengesichter von uns seht, das ist halt so, wenn man AC/DC spielt, da ist man weg vom Fenster. Ich habe für den Sound, komm, lass uns gleich mal über den Sound reden. Ja, also der Sound ist natürlich essentiell wichtig und weil der Sound des Verstärkers wie auch der Gitarre gibt dir das notwendige Spielgefühl. Okay, Sebastian hat jetzt hier eine Strat. Nicht unbedingt die perfekte Gitarre, um AC/DC zu spielen, aber ihr werdet hören, dass es doch ganz gut klingt, wenn man den richtigen Amp einstellt. Sebastian spielt über den Line 6 Helix und über die Soundstage Box. Ich spiele über einen alten 2003er Line 6 Flexstone Amp. Ich verwende als Amp Model einen Plexi Lead 100, also einen 100 Watt Plexi 60er Jahre Marshall. Und dir habe ich am Helix einen 45er Plexi Marshall hingedreht, beide aus den 60ern, beides MCs, die sie verwendet. Was jetzt cool ist an dem Sound für mich, ist die geringe Verzerrung, die verwendet wird. Also speziell auf den alten Aufnahmen kannst du, wenn du sanft spielst, eigentlich den Sound richtig schön auscleanen. So, ich drehe mich mal noch mal ein bisschen. Und wenn du dann reinhaust, das ist halt das Geniale an dem Plexi, an den alten Marshalls. Du spielst sanft, drehst die Lautstärke in deiner Gitarre ein bisschen zurück. So, jetzt mal gucken. So, jetzt bin ich richtig im Bild. Und die Gitarre ist clean. Und wenn du reinhaust, hast du diesen super. Spiel du mal. Ja.
auf, dass mit zwei E-Gitarren ich dieses rote Mikrofon jetzt nicht überfordert habe. Das werden wir dann schon hören später im Video, wenn wir es dann hochladen. Dies ist Energie und Sound. Also der Sound des Plexi Marshalls. Ich kann euch auch meine Settings verraten. Die Settings sind Drive, also Verzerrung, auf etwa 10 Uhr. Bass auf der Mitte, knapp über der Mitte, also knapp 12 Uhr. Die Mitten bei 2 Uhr, Treble bei 4 Uhr und Presence bei 4 Uhr. Und ein Tick Hall, also ganz, ganz wenig. Das hört man kaum. Einfach um den Sound ein bisschen aufzufrischen. Und ihr hört, okay, die PRS ist eine Gitarre mit zwei Humbucker, 24 Bünde. Und von der Bauweise her kommt die schon Richtung SG, würde ich sagen. Ja. Ja. Das Sound geht schon in die Richtung. Also, auf jeden Fall. Ja. Und vor allem ganz wichtig beim Sound, bloß kein Echo. Nee. Selbst im Solo kein Kompressor, nichts. Nix. Vielleicht ein Booster ja. Für die Lautstärke, um ein bisschen über die Band genau. Drüber zu kommen. Aber sonst nichts. Nix. Ja. Also, da ist nichts. Der Sound wird auch nicht, ist nicht High Gain. Er geht auch nicht jetzt. Er arbeitet tatsächlich mit der Lautstärke, mit einem Booster und boostet dann das Signal, sodass der Sound dann auch steht. Das mache ich dann auch mit 3 dB mehr, wenn das Gitarren-Solo kommt. AC/DC, sauber gespielte, normale Akkorde. Keine Power-Chords. Ja, keine Power-Chords. Also, ganz wichtig für den Charakter. Wenn ihr hier seht, dass ich Akkorde greife, ein bisschen zurück mit dem Teil hier, so, dann sind das ganz normale. Ich gehe mal so ins Bild ein bisschen hier. Ja. So, dann sind das ganz normale Akkorde, wie ihr sehen könnt. Das ist ein E-Dur. Oder ein D. Dann was war das jetzt gerade für ein Wechsel da? Von der klassische D halt, auf G. Aber nur die unteren Melodieseiten. Das G ist hier mein kleiner Finger. Ja. Und beim A spiele ich kurz die Saiten, hab dann hier ein A wie bei Smoke on the Water, ne? Genau. Hab dann. Spiel die A-Seite mit, das klingt sehr, sehr cool. Ich spiele also die leeren Seiten. Und also, wir bleiben so bei Riff-Raff. Ja, yeah, ja. Yeah. Riff-Raff ein bisschen und ja, gehen dann auf die Solo-Spielweise ein. A, Power-Chord, alle drei Leerseiten. Und dann fällt von G, ja, mein Finger aufs A, auf den A-Chord und dann hast du diesen. Okay, gleich vorneweg. Malcolm Young ist die Rhythmusmaschine bei AC/DC. Ne? Angus hat mehrfach in Interviews betont, wie unglaublich wichtig Malcolm für die Band ist. Und er sagt so, er geht sogar so weit zu sagen, dass er der Bessere von ihm beiden ist, weil er die schwere Arbeit macht. Ne? Ja. Er macht halt die richtige. Ohne ihn kein Drive. Kein gutes Solo. Ich hoffe, ich sage das jetzt richtig. Spielt der 13er Sider, glaube ich, wenn ich das richtig gelesen habe. Ich hat nur den hinteren Pickup in seiner Gretsch. Ja, ich glaube schon. Also haut das Ding durch. Volle Kanone. Bis zum geht nicht mehr. Also ich habe hier 10er auf meiner Gitarre. Ne? Und ein Tremolo, also ja, es mit 11er wird es wahrscheinlich fetter klingen. Ich würde wahrscheinlich 11er nehmen, weil ich kann 13er ist für mich zu heftig. Ja. Ja. Also Malcolm Young ist die die Maschine. Die Rhythmusmaschine bei AC/DC. Ja. Und so, jetzt kommt es gleich. Malcolm in einem anderen Interview sagt dann,
Wenn ihr ACDC nachspielen wollt, unsere Songs, ihr solltet die Riffs, also die Akkorde, nicht einfach anschlagen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ja, dann den Riff von ja, Back in Black nehme ich. Ich sag das jetzt einfach alles. Es ist mir völlig egal, ob die GEMA zuhört oder irgendeiner. Das sind alte Dinosaurier, die hoffentlich irgendwann die ja, mal irgendwann hinter uns. Kommen. Ja, irgendwann hinter uns. Übrigens, ab Januar werden wir uns einen Patreon-Account einrichten, wo ihr dann uns ein bisschen sponsern könnt für nächstes Jahr. Und die YouTube-Geschichte nimmt in der Form, dass man da jetzt Umsatz machen kann, so ab, dass im Prinzip nur noch die ganz dicken Fische, also wie PewDiePie mit 50 Millionen Abonnenten überhaupt noch was bekommen. Ja. Und das werden wir ab Januar dann ein bisschen anders einrichten. Ja, das ist kein Thema. So, zurück zu Malcolm. Malcolm sagt, du willst rhythmisch so klingen wie ACDC, dann musst du über die Saiten bürsten. Das heißt, du musst dir vorstellen, du greifst ein E-Dur-Akkord und du fährst mit der rechten Hand über die Saiten. Also du erzeugst sowieso, das ist also, ob du jetzt schlägst oder dieses Bürsten machst, ja, das ist ein minimaler Unterschied, vielleicht von einer Zehntelsekunde. Ja. Ja. Dieses Aber dieses, das ist der Sound. Genau. Verstehst du? Und das lässt trotz des geringen Gains den Sound so fett werden. Ja. Zum einen die dicken ja. Saiten und ja. dann die Spielweise vor allem. Ja. Dieses. Yeah. Awesome. Also dieses Bürsten über die Saiten, das kann man üben. Man greift einfach ein E und. Ich hoffe, ihr seht meine rechte Hand im großen Video. Es ist ein Unterschied zwischen einem Schlag, der wird so aussehen, und diesem Bürsten über diese Saiten. Und das sofortige Stoppen, ne, das Palm-Muten ist bei AC/DC mindestens genauso wichtig wie bei Metallica, oder? Weil die Pausen eine riesige Rolle spielen in den Riffs. Ja. Und bei Metallica, da hat es eine andere Rolle, aber die ist genauso essentiell wie absolut, hier ja. bei AC/DC. Diese Pausen, also ich bürste und was ich mache, ich gehe mit meiner Handkante kurz in diesen Winkel kurz weg und dann wieder auf die Saiten und stopp den Sound. Ja. Beim D-Akkord natürlich dann von der D-Seite. Okay, also klassisches Beispiel, Malcolm Young sagt, unsere Akkorde werden gebürstet, nicht einfach durchgehauen. Okay, ja. Also sucht mal Interviews von ihm, auch von Angus auf YouTube. Es lohnt sich reinzugucken, mit welcher Begeisterung er von seinem Bruder spricht. Und natürlich ein bisschen schade, dass Malcolm nicht mehr dabei sein kann. Und wir werden sehen, wie es mit ACDs in den nächsten Jahren weitergeht. Angus hat noch unfassbar viel Energie bewiesen dieses Jahr mit Axl Rose am Gesang. Ja. Haben sie auch alte Songs wieder gespielt? Auch mal, ich glaube auch mal Riff Raff. Ja? Ich meine, mich daran erinnern zu können. Ja. Ja. Und das hat ihm auch wieder Freude bereitet, aber jetzt geht auch noch der Bassist. Schauen wir mal, was das neue Jahr bringt. Dieses Jahr war jetzt von den musikalischen Abgängen schon ziemlich dramatisch. Ne? Ziemlich heftig, viel auf einmal. Ja. Viel auf einmal. Aber Keith Richards ist noch da. Das ist sehr tröstlich. Er hat es überlebt. Ich habe ein Bild gesehen heute auf Facebook. I survived 2016. Ja. Which gut. is kind of cool. Ja. Ja, aber die Musik bleibt. Das Schöne ist, es bleibt die Musik. Und wir können wahnsinnig viel Spaß mit der Musik haben. Okay, jetzt Rhythmusgitarre.
Wir spielen normale Akkorde bei Ace DC, keine Power Chords. Ganz, ganz selten. Bei Thunderstruck, da bleibt einem nichts anderes übrig. Aber selbst da Bürsten. Genau. Und auch die anderen Seiten mit Bürsten. Also ich dämpfe alle Seiten ab beim Greifen vom Power Chord und ich bürste trotzdem über alle Seiten drüber. Alle Seiten dann kriege ich drüber. Noch diesen Power-Effekt. Diesen Power-Effekt. Sehr geil. Das in Bezug auf Akkorde, viel mehr gibt es nicht zu sagen. Du hast selten Lieder mit wie mit Motiven. Das ist was Harmonie und Melodie angeht schon. Ja, also hier hast du, klar, bei Highway to Hell hast du diese wunderschöne Hookline. Für mich ist das eine Hookline. Yeah. Ja. Und nachher kommen. Kannst du Power Chords spielen? Hellbells. Das wären dann jetzt ein Beispiel, wo ich sage, da gehen Power Chords. Da muss man sie fast spielen. Ja. Das gehört zum Lied. Aber jetzt bei Highway to Hell ist das gleiche wieder. A Power Chord, dann D mit Fizz und Bass und ganz normales G wieder. Also es sind fast immer die gleichen Akkorde. Ja. Aber halt geil gespielt. Rhythmisch sehr, sehr. Mit wahnsinnig viel Power. Ja. So, jetzt die wichtige Frage ist natürlich, die Rhythmusgeschichte, glaube ich, kann sich jeder von euch ganz gut aneignen. Ja. Hierzu empfehle ich, mit den Songs mitzuüben, die Riffs zu lernen. Eine Webseite, die ich verwende, heißt guitarbackingtrack.com. Dort findet ihr zigtausende Playbacks, fast alle ACDC-Songs. Und von vielen Hits, da fehlt auch mal die Rhythmusgitarre. Dann kannst du die mitspielen oder sehr da fehlt die Solo-Gitarre und dann kannst du mitspielen. Und so, jetzt gehen wir auf den Wunsch von Marc ein und reden über das Solospielen. Also zum ersten Mal, um auf die Frage zurückzukommen, wie er das Tempo in die Solos reinkriegt, da spielen nicht nur Hammer-Ons und Pull-Offs eine wichtige Rolle, sondern auch Slides. Das ist enorm wichtig beim Positionswechsel. Wenn er zum Beispiel durch die verschiedenen Positionen der Pentatonik durch will und von oben sich nach unten hin arbeiten will, dann sind Slides the way to go. Also ohne Slides gibt es, glaube ich, gar keinen Angus Young Solo. Nee. Ist auch also nicht möglich. Slides sind essentiell bei ihm. Ja. Also dieses Rutschen aus einer. In die nächste Lage per Slides. Extrem wichtig. Ja. Und üben kannst du das einfach, indem du dir die Pentatonik in Seitenpaare unterteilst, beziehungsweise die Gitarre. Und dann hast du das erste Seitenpaar, das wären die E- und die A-Seite. Und darauf dann, das wäre die fünfte Position der A-Moll-Pentatonik. Das wäre das. Und dann wird das einfach oktaviert auf das nächste Seitenpaar. Und nach oben, dann aufs letzte Seitenpaar. Genau. Und dann das einfach nach Belieben mit Slide. Mit Slides verbinden. Und das bei allen anderen Positionen auch machen. Eigene Licks erfinden. Ja, die ganz wichtig. Vier Töne. Was Angus Young aus vier Tönen rausholt, das Wahnsinn. Möchte ich euch mal zeigen in der Oktavierung. Ganz entscheidend ist, wenn Angus spielt, seine Solos spielt, ist die Energie. Das heißt, es ist kein sanftes Spiel. Ihr müsst euch vorstellen, die Band powert mit einer monströsen Energie im Hintergrund. Es ist kein sanftes, filigranes Spiel wie bei Peter Green zum Beispiel. Ja. Wird auch gar nicht oder passen, BB nicht King. Funktionieren. Es würde funktionieren. Die schreien alle. Ja. Der Sänger schreit, die Band tobt, da tobt ein Orkan. Also muss die Gitarre entsprechend mitgehen
Oder? Wie siehst du das? Genau, ganz genau so. Und im Sinne von Aufbauen, das macht er trotzdem. Er baut das Solo auf, aber eher im Sinne von Tonhöhe. Also er fängt vielleicht hier unten an mit Energie und arbeitet sich dann hoch. Und erst ganz spät geht er ganz hoch. Genau. Ganz Das ist dann spät. trotzdem Aufbau im Solo, aber Ja. halt Ja. nicht im Sinne von Lautstärke, sondern Ja. eher Phrasierung und Tonhöhe. Wenn wir jetzt in unserem A-Beispiel bleiben, ne? Riff Raff zum Beispiel ist klassisches Beispiel in A, ne? Wenn dann das E kommt, ne? Dann ist er erst ganz oben. Ne? Beim D, also auf der Quarte, ja, die 4, genau. Was können wir denn da machen, Sebastian? Da nimmt sich der Angus Young, so wie eigentlich im ganzen Solo-Part, ganz viel Inspiration aus dem Blues raus. Ja. Und zwar in Form von Blue Note. Das macht er meistens über den Grundton, über die Tonika. Und ansonsten dann, wenn es zur 4 geht, da kann man dann die Dur-Pentatonik wunderbar verwenden. Also das hat man auch schon von Paul Kossoff von Free gehört, bei All Right Now und I'm a Mover und so weiter. Und Angus Young macht das genauso, also die sogenannte BB-Box, nur eben im Rock und nicht auf. Dann hier wird das verwendet. So, wie kommt man dahin? Wenn wir beim Beispiel in A bleiben, gehen wir einfach eine kleine Terz zurück und dann wären wir hier in A-Dur dann, in ne? A-Dur, genau. Genau. Das ist im Prinzip das gleiche wie die Fis-Moll-Pentatonik, aber man darf nicht auf dem Fis aufhören, Ja, sondern das ist auf dem A. ganz Ganz entscheidend wichtig. sogar. Und man sollte sich immer im Klaren sein, wo der Grundton ist in der Tonleiter, die man gerade spielt. Also vor allem hier in der Dur-Tonleiter. Das ist das A. Und das ist auch wichtig, dass man das raus. Wenn er jetzt auf den D geht, ne? Ja. Er spielt teilweise dann auch hier im A. Er geht dann aber und das müsst ihr verstehen, er geht in diese Position hier. Der Tonleiter, das wäre dann, so, ja, diese Box. Gib mir mal ein D bitte. Was er hier oft auch noch macht, wenn er in diese Dur-Tonleiter-Position 4 geht, dann spielt er hier Töne auch noch aus der Molltonleiter. Molltonleiter. Also im Prinzip A-Moll, ne? Genau. A-Moll-Pentatonik, die ersten zwei Saiten. Das wären dann 12, 10, 13, 10 und dann Ja. hier, das ist die Dur-Pentatonik. Da sind wir bei 11 auf der G-Saite. Ja. Wir gehen ganz sicher noch detailliert im neuen Ja. Jahr auf diese BB Mit King Box, ganz genauen Licks. auch im Blues dann, Ja, oder? ja, Machen ja, wir. ja, auf Okay. jeden Fall. Zu mir ist es heute eher wichtig, bei Angus Young über Energie zu reden, über Ja, wie ja. er das in seine Solos reinbringt. Das muss nicht so sehr theoretisch jetzt machen, weil dann wird es vielleicht zu Ja, langweilig und ja, ja, kompliziert. ja. Es geht um Energie. Und wie kriege ich ein Solo allein gesungen hin, was energetisch hoch ist. Ganz Also, hoch. du brauchst wie bei den Akkorden Kontrolle über den Ton. Das ist ganz, ganz entscheidend. Das heißt, wenn ich hier pick mit meiner rechten Hand, dann bin ich in einem ganz hohen Bereich vom Anschlag her. Ich bin also bei 90, 95 Ja. Prozent, wo ich spüre, wenn ich jetzt noch mehr gebe,
gehe ich out of tune oder die Seite geht über der Jordan. Ne? Ja. Das heißt, wenn ich jetzt, lass mal ein A klingen kurz, wenn ich hier in der zweiten, hier in der fünften Position der A-Moll Pentatonik, 3, 5, 3, 5, spiele und ich nehme nur G, A, C und D und ich spiele es jetzt nicht mit Energie. Mach mal, spiel mal. Ich spiele zwar stilistisch wie er, aber nicht mit der Energie, dann kommt es nicht drüber. Fehlt und was. Fehlt was. Und jetzt. Jetzt hau ich da richtig. Beim Wechsel zum D. Ja. So, die Energie ist ganz, ganz entscheidend. Und wenn ihr mich beobachtet, spiele ich viel mit Downstrokes. Ja, ja, das ist auch bei Metallica der Grund, warum Downstrokes verwendet werden. Nämlich, um den Kick reinzukriegen. Das kriegt man mit Up und Down, also mit Wechselschlag, einfach nicht so hin. Ja, jetzt ist die Frage von Marc, wieso, der ist doch schnell, ne? Der Angus Young. Er ist nicht so schnell, meiner Meinung nach. Er ist in manchen Leaks in so klassisch, es sind klassische, guckt euch unsere Videos an. Chuck es sind Berry. Klassische Chuck Berry Leaks. Ja. Repeating Licks. Ja. Ja, ja. Und wenn er mal macht, wenn er mal hier oben zum Beispiel 10, 12, 13. Sowas spielt oder ja. Genau. Es ist ganz, oder hier dann natürlich oktaviert. Genau. Du hörst auch, wie ich rein. Ich könnte jetzt spielen. Klingt nicht. Hört, ich muss also mit. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum er da nicht so viel macht mit Repeating Licks, weil die unter Umständen Dynamik und Energie rausnehmen können, wenn man die nicht. Und sie sind sehr schwer mit so einer Energie zu spielen. Ja, er sehr setzt schwer. Sie dann schon gezielt ein, wenn's. Genau, also. Im Prinzip sind das auch Clapton-Licks, also dieses. Ja, das sind Blues-Licks. Blues-Licks, ja. Blues, Rock'n'Roll, so die Energie. Jetzt zum. Das Schnellspielen, ja, das ist ja so ein Thema. Ja, also, die Leute gucken uns zu, gucken sich die Videos an, schreiben so oft, wie komme ich auf das Tempo, wie kriege ich diese Energie hin. Grundsätzlich ist ganz, ganz entscheidend, erstmal dieses Schnellspielen aus dem Kopf zu kriegen. Ja. Ja, sondern das Ziel sollte sein, locker spielen zu können und in die Lockerheit mit der Zeit die Energie reinbringen. Ja. Das heißt, wenn ich Energie reinbringe, darf ich nicht verkrampfen. Ja. Ich gehe jetzt mal auf ein anderes Beispiel. Vielleicht kannst du dich noch erinnern, ich glaube, dieses Jahr hast du einmal den Riff gespielt von Bab. Verdammt lang her. Das Ding geht ja durchs ganze Lied. Ja. Wenn du, und du musst es mit Downstrokes und mit Druck spielen. Ja. Ja? Und du darfst aber nicht einen Krampf kriegen. Ne? Ja. Also das zum Beispiel, wenn ihr auf unseren Kanal geht, holt ihr euch verdammt lang her, den Riff, und übt den und spielt den mal eine Viertelstunde. Ja. Also da bist du platt. Ja. Aber Viertelstunde nicht. Sondern volle Kanne. Ich glaube, so geht er, wenn ich so. Und wenn ihr merkt, jetzt wird es dann kritisch, dann einfach langsamer machen, aber die Energie trotzdem drin halten und Energie. Dann wieder hoch. Die Energie. Ja. Das ist so entscheidend. Ne? Wenn ich. Warum habe ich Riff-Reifen ausgesucht?
Weil ich glaube fast, es gibt keinen zweiten Song. Whole Lotta Rosie hat auch diese Energie. Oder Let There Be Rock. Wahnsinn. Diese Energie hier in dem Riff ist fasziniert mich. Oder bei Whole Lotta Rosie. Ne? Und ich bitte euch, guckt euch AC/DC-Videos an und guckt auf die rechte Hand von Malcolm Young. Und guckt jetzt mal auf meine. Und nur so klingt AC/DC, wenn du diese Energie bürsten. Bursted, baby! So blöd es klingen ja, mag. Ja, es klingt blöd, aber bürsten. Es ist bürsten. Es ist bürsten. Nicht so viel Verzerrung. Nee, und es ist tatsächlich so, denn die Verzerrung bitte nicht über die Hälfte. Das wird sonst Matsch und Salat. Ja. Und Macho, Mucho Macho. Das klingt nie gut, wenn zwei Gitarren zusammen... Nein. Furchtbar. Zu viel Gain haben, das kann man sich nicht anhören. Also Solo-Gitarre, Energie. Yeah. So, jetzt nehmen wir diesen einfachen Chuck Berry-Lick. Ne? Yeah. Ja. Dann, ne? Ja. Also Chuck Berry Licks, ne? Chuck Berry Licks im Angus Style bedeutet nur, Chuck Berry hat sie clean gespielt oder auf dem Fender Amp und Angus halt auf dem Marshall mit sehr, sehr viel Energie, viel Downstrokes, viel Power, viel brennendes Feuer in dem Spiel. Ja? Also du nimmst deine Pentatonik. Okay, spielst du mit deinem Marshall-Sound wenig Verzerrung und dann spielst du mal so. Also du nimmst jede Note und fetzt sie mal durch. Mach mal. Fetzt sie. Und trotzdem kontrolliert, aha, also den Sound und die Lautstärke kontrollieren können. Ja, und ganz vor allem wichtig, ganz wichtig. Die anderen Seiten abdämpfen und nur den Ton hören, den man hören will. Also das Ganze verliert rasend schnell seinen Effekt, wenn da irgendwas zwischen reinklingt. Also alle Nebengeräusche müssen weg. Ja, also, definitiv. Ja. Also wenn ich das jetzt so nach unten spiele mit Downstrokes, normal... ihr seht ja auf meiner rechten Hand hier, ja, da ist jetzt kein Druck dahinter. Gib mir mal ein A. Ist noch nichts. Und jetzt mache ich ein bisschen Druck drauf. Und schon klingt es à la Angus. Ja. Das gleiche Phänomen hast du bei ZZ Top. ZZ Top hat ein bisschen mehr Gain. Ja, und ein bisschen mehr Obertöne. Ein bisschen mehr Obertöne. Und dann. Und die haben nur mehr Gain drin, damit man die Obertöne besser hört, weil ohne den Gain hört man die nicht. Die Riffs sind fast genauso. Ja. Genauso geil. Genauso geil. Ja. ZZ Top. Oh, anders halt. Oh, ich liebe die Band. Ja, Wahnsinn. Zu dritt, Mann, zu dritt. Gleiche Drive. Jesus Gott. Abartig. Ist das eine abartige Band, ne? Wunderbar, kann man nur empfehlen. Hört euch diese Top-Gitarren-Solos an, könnt ihr sehr viel lernen. Ja. Wie man mit ganz wenig
enorm viel Ruhe. Und das ist ein Wahnsinn. Billy Gibbons ist ein Wahnsinns-Blues-Gitarrist. Wirklich. Es gibt auch langsame Lieder, Blues-Songs von ZZ Top. Ah. Oder denk jetzt mal an, ne? The Jack, ne? Ja. Eine ruhige Nummer. Spiele ich ja völlig anders. Ne? Ja. Ich drehe sofort, mein kleiner Finger ist sofort am Lautstärkepulli dreht. Hier sehe ich es wunderbar an der PRS. Ich habe es auf 8 stehen, 7, 8. Kann mit viel Gefühl. Hast du gehört, ne? Ja. Den Sound formen. Ist ein BB King Box. Genau. Ja, und fängt direkt wunderschön im Dur Blues. Ja. Ja. Und spielt wunderbar schönen Blues. Also, ne? Ja. Jetzt nochmal zurück zu der Frage: Ist Angus wirklich so technisch? Er hat eigentlich. Was hat er gemacht? Er hat jetzt sein Leben lang das Gleiche gespielt. Seine eigene Musik. Ja. Du guckst dir jetzt Riff Raff an. Das Video ist 79. 79. 38 Jahre alt nächstes Jahr. Und da war er Mitte 20 oder Anfang 20. Ja. Und du guckst dann rein und hörst, was er spielt. Und er spielt dasselbe heute. Ja. Ja? Also er hat sich... niemals in andere Gefilde begeben. Er ist also seiner Linie, seiner Stilistik, seiner Spielweise von Anfang an treu geblieben. Er liebt eben Blues, er liebt den Rock'n'Roll und den spielt er. Und keiner von uns, ich wage es jetzt mal so zu behaupten, bis vielleicht auf ein paar wenige werden jemals in diese Dimension von dem Mann vorstoßen, weil er nichts anderes gemacht hat, sein ganzes Leben lang. Keine Chance. Wir können es nachspielen, okay? Aber wir können euch zufrieden sein, aber bitte bleiben wir realistisch. Ja. Und wissen, auch wenn wir die beste ACDC-Coverband der Welt haben, müssen wir erstmal ein paar Jahrzehnte das 200 Gigs spielen im Jahr, live vor 100.000 Leuten, ohne uns in die Hose zu scheißen. Ja. Und dann werden wir doch nicht so gut sein wie Angus. Okay, akzeptieren wir das. Das ist original, ja. Es ist original. Also. Aber was können wir uns bei ihm angucken? Wir können uns die Energie abgucken. Ja. Wir haben ja alle Möglichkeiten, online die Tabs, die Songs zu finden. Ja? Und die Solos auch nachzuspielen. Aber was wir sicher nicht schaffen werden, ist genauso zu klingen wie er. Wir sind nämlich wir. Okay? Ja. Aber wir sollten eins wissen. Wenn du so spielen willst wie Angus Young, dann musst du Hochenergie reinpacken. Du musst die Pentatoniken extrem gut spielen können. Ja. Richtig gut. Ja. Du musst eine Sicherheit, eine... Du musst also eine Kontrolle haben über den Ton. Ja. Ja? Jede Note. Und die Kontrolle, aus der Kontrolle heraus wird das Solo dann aufgebaut. So, Schnelligkeit, Hammer-on-Pull-Offs, gar nicht so oft bei Angus Young. So. Wenn dann einfach die Standard... Ja. Repeating Licks. Also dieser klassische Lick hier, ne? Den kannst du durchpicken. Oder mit dem Hammer-on-Pull-Off. Bei ihnen höre ich ihn teilweise mit Hammer-on-Pull-Off. Ja, kommt drauf und an. Und teilweise durchgepickt. Ne? Ja. Also das muss einfach drin sein.
Es muss einfach drin sein, oder? Ja. Dass du das hinbekommst. Ne? Also, was machst du jetzt? Du nimmst dir mal vier Töne. Ja, ihr werdet sehen, auch im neuen Jahr, es sind immer noch dieselben vier Töne aus der Pentatonik. Ja. Ja. Ihr müsst sie können, es wird sich nie ändern. Dann oktaviere ich die, wie Sebastian es vorhin erklärt hat. Und dann nochmal. Okay, so und jetzt gib mal ein A. Und was mache ich? Jetzt, ich hoffe, ihr habt es gesehen, ich habe nur die vier Töne verwendet. Ja, ja. Ich hab ein Gitarren-Solo. Also bitte cool bleiben, keine große Philosophie draus machen. Weniger ist mehr. Weniger ist mehr. Ja. Emotion, Energie, schöne Downstrokes, die Saiten auch mal Pinch Harmonics reinhauen. Auf jeden Fall. Okay. Mal abdämpfen. Ein bisschen Abdämpfer. Und das ist es. Also wir werden in weiteren Videos natürlich auch noch im Detail dann auf so Sachen, auf eure Fragen vielleicht im neuen Jahr eingehen. ich werde jetzt noch ein bisschen improvisieren. Ich habe jetzt einfach Lust. Darfst du irgendeinen ACDC-Riff aussuchen? Und ich schaue da mal ein bisschen was noch raus, so gibt solomäßig. Ja? Mhm. Okay. Ich spiele einfach. Biet mal irgendwas an. Weil das sowas. Das war jetzt nichts wirklich Weltbewegendes. Also, meine Empfehlung, schau dir die Solos von Riff Raff, Back in Black, Thunderstruck und The Jack an. Und diese vier Solos brichst du Takt für Takt herunter. Okay? Du holst dir, gehst auf Tab Pro oder Ultimate Guitar, dort findest du die Tabulation und brichst Takt für Takt runter und lernst auch einzelne Passagen Takt für Takt, oder? Ja. Vier Takte und dann setzt es zusammen zu vier Takten. Einem. Erstellst dir ein Loop. Loop für die vier Takte. Für die vier Takte. Mit einfach einem. Es funktioniert im Prinzip bei jedem Rock'n'Roll Groove. Genau. Ja. Und dann spielst du das drüber und dann gehst du an die nächsten vier Takte und lernst diese Solos. Und was Technik angeht, da kommen wir wieder zum alten Thema. Einer meiner Schüler, er wird sich das Video angucken, er weiß genau, wer es ist. Einer meiner besten Schüler, nicht der Sebastian, sondern ein anderer, ein ganz, ganz lieber. Ich treffe ihn letzte Woche, kurz vor Weihnachten, nochmal beim Einkaufen. Und dann sagt er, was magst du denn so, was übst du so? Und ja, üben, ja, ich spiele jetzt mehr so... Slide-Gitarre, super Slide-Gitarre, finde ich klasse. Und Blues finde ich auch klasse. Ist die Basis von vielem. Und ich sage, ja, ich mache jetzt nicht mehr so viel technische Übungen. Sag ich, halt! Kunstpause. Na? Pausen sind wichtig. Ich mache nicht mehr so viel technische Übungen. Sag ich,
Sorry, ich habe gerade irgendwie Durchzug in meinen Ohren. Das gibt's bei Horst Keller, Sebastian Minett, gibt's das nicht. Oder? Nee. Gibt's nicht. Essentiell. Und Also. seine Freundin stand daneben und ich gucke sie an, sage ich, hör gut zu, was er jetzt sagt. He sucks. Ne? If he doesn't do his homework, you know. If it doesn't work, you have to do the work till it works. Okay, ich übersetze. Wenn du noch nicht dran gearbeitet hast, musst du so lange dran arbeiten, bis es arbeitet, bis es funktioniert. Ist also ein ganz, ganz englisches, also ziemlich cool. Ne? Ja. Technik, also selbst wenn man sich jetzt nur, das mache ich momentan auch, sich mehr auf Phrasierungen, auf Akkorde ausspielen im Solo und so weiter, was vom Jazz kommt und vom Blues und so weiter. Selbst wenn man sich darauf spezialisieren will, sind die das Grundgerüst so an technischen Übungen ist ein Muss. Es ist ein Muss. Ansonsten machen deine Finger nicht das, was du gerne gerade phrasieren willst. Sie machen nicht, Ja. was du eigentlich. Was? Du hörst was im Kopf, du willst klingen wie Angus, aber der Finger machen das nicht. Ja? Der Grund ist nicht, dass du nicht die Lieder magst, die Solos nicht übst und sie nicht kennst. Der Grund ist, deine Basistechnik ist noch nicht auf dem Stand dieser Leute. Ja? Und Technikübungen täglich, täglich. Täglich, 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 Bis zum täglich, bis, ne, 365 Mal im Jahr, okay? Oder im Schaltjahr 366. Wir lassen den 29. Februar nicht aus. Ja, sind wir uns klar? Auch an Weihnachten, an Neujahr, an deinem eigenen Geburtstag und am Geburtstag von deiner immer. Mutter gehst an das Ding und übst. Das habe ich Und jetzt wenn im. es nur eine halbe Stunde ist, Ja, es ist völlig es ist egal. völlig Es egal. geht darum, dass sie gemacht sind. Und die Technikübungen sind ganz wenige. Es ist die Drillübung. Ja. Hasse ihn, ich hasse sie. Ja, aber ich wiederhole es Ja, bis zum. ja. Ja. Ich wiederhole. Er sagt, er hasst sie, aber ich wiederhole es bis zum Vergasen. Ne? Ja. Du machst es nicht. Wie willst du schnell spielen? Wie willst du schnell spielen? Keine Chance, es geht. Keine. Du machst das nicht. Und das nicht. Wie sollen deine Finger machen, was du von ihnen willst? Ja? Wie soll das funktionieren? Ihr seht schon, ich habe Finger liegen, kleine Finger drillt. Ich kann auch einen Bund weitergehen oder hier einen Bund weiter. Einfach um Spannung und ein bisschen die Finger arbeiten lassen. Ich kann auch den Drill wandern lassen. Drills, Drills, Drills. Guckt wie Ja. immer unsere Videos an. Es ist genug Drillübungen in unserem Kanal. Hammer, geil. Alles erklärt. Und nach den Drills. Die Spinne. In den, da gibt es ja endlos viele Varianten. Also, wie viel sind's? Keine Ahnung. Also, im 24 Prinzip, mindestens wie. in wie vielen verschiedenen Reihenfolgen kann man die vier Finger aneinander reihen? Genau. Fangen wir am ersten Ja. an. Ja. Und so weiter. Also, Ja. da wird man nie fertig. Im Prinzip jeden Tag ein, zwei Fingervarianten, die Trillübung, Pentatoniken, einzeln, doppelt, dreifach. Ne? Da sind schon viele Schwierigkeiten. Ich sag, spiel's mal. Da, da, da. Ne? Mal jede Note dreifach picken und schnell spielen. Wenn du das nicht kannst, üb's. Okay? Und diese Technikübungen und noch ein paar andere sind der Start in deine richtige Gitarristenkarriere oder Laufbahn. Ohne die Technikübungen, das ist ein Puzzle. Viktor Wooten hat in seinem wunderbaren Buch das beschrieben: Du willst ein komplexer Musiker sein, dann brauchst du diese 10 Elemente der Musik, die er in seinem Buch geschrieben hat. Und Element 1 ist die Technik. Ja. Und die Technik muss stimmen. Ja. Okay, da werden wir in einem anderen Video noch drauf eingehen. Was kann ich noch zu Angus Young sagen? Guckt euch die Videos an. Wenn ihr einen Auftritt habt, ja, vom Auftritt einfach mal Riff-Raff. Riff-Raff angucken und dann mit der 1979. Energie auf die Bühne und Ja. die Schweine pfeifen lassen. Und an nichts anderes denken Ja. als an
Den Song gerade. Genau. Und die Band. Und dann fegst du alles weg. Ja. Dann putzt du alles weg. Und dann, das soll ja auch immer sein, wenn du rausgehst vor Publikum, dann ist aus. Dann ist das, auf den Moment hin hast du hingearbeitet. Und den willst du einfach Maximum. Maximum. Es geht nicht anders. Die Leute gucken sich Marc Knopfler an, kommen zu mir und sagen, ich will auch so spielen wie der. Der ist so sanft und so gefühlvoll und das ist ja nicht so schwer, oder? Sag ich, ein Biest. Ein das, Biest? Das kann man das vergessen. Das ist gleich mit Angus Young. Ja. Niemals wird irgendjemand dahin kommen, dass man sagt, oh, also da höre ich jetzt nicht, ob das Marc Knopfler oder der Fake ist. Also geht nicht. Ja. Marc Knopfler ist Marc Knopfler. Ja. Das ist das Tolle dran. Aber wir können von ihm lernen. Wir können lernen, wie man solo anhand der Harmonie und wie man mit drei Fingern sowas macht. Ja. Vor allen Dingen sich an der Harmonie orientiert und ein Solo spielt, was unfassbar melodisch ist und natürlich auch energiegeladen. Ja. Ja. Jetzt haben wir noch ein Thema. Ich weiß nicht, wie lange geht denn unser Stream jetzt schon? Wahnsinn. Guck mal, es haben sich wie viele Leute eingeloggt? 16. 16 in Spitzenzeiten. Super. Minuten angesehen. Also angesehen. Okay, Videoaufruf 95, 10 Sekunden. Das ist ein bisschen wenig. Haben wir Daumen hoch schon bekommen von euch? Daumen hoch, das sehe ich nachher. Oder Herzen? Warte mal, 5 Herzen. Hätte ich gern. Ja, das Jahr war sehr ereignisreich für uns beide. Im neuen Jahr, das kündige ich aber nächste Woche an, was da alles auf uns zukommt, wird es genauso weitergehen. Und jetzt möchte ich nochmal auf das Thema von Tom eingehen, auf Palm Muting. Ja. Palm Muting, speziell im Stile von Metallica. Ja. Soll ich dir jetzt einen anderen Sound? Ja, brauche ich auf jeden Fall. Mach dir einen anderen Sound. Ich bleibe bei meinem Sound. Ich gebe nur ein bisschen mehr Gain. Jetzt bin ich zu laut. Ich bleibe aber auf diesem Marshall. Ja. Weil der ist okay. Und dir, bin kurz aus dem Bild, während Sebastian hier schon ein bisschen spielt. Weil ich stelle ihm jetzt so einen typischen Metallica-Metal-Sound ein. Und der war es bestimmt nicht. Sind wir schon in der Richtung? Wie fühlt es sich an? Sehr gut. Noch. Wie ist der Pegel? So wie vorhin. Ist okay für dich? Der ist sehr gut, ja. Super. Also, perfekt. Ich komme jetzt wieder ins Bild. Juhu. Also, ich habe kurz auf dem Helix geschraubt und habe dem Sebastian einen Metallica-Style Sound hingedreht mit einem High-Gain-Amp. Die Frage war doch so, was für Übungen kann man machen und was macht das aus bei Metallica? Das Riffing? Das Palm-Muting und Downstroke-Riffing. Und ich glaube, dass es wieder extrem wichtig ist, also das ist einer der Hauptbestandteile der Metallica-Riffs, und zwar das Palm-Muting. So, aber diesmal ein bisschen anders als bei Angus Young. Und zwar geht es da ja meistens darum, den Pedal-Tone im Riff
zu muten. Also, um das nochmal klarer auszudrücken, wenn wir jetzt zum Beispiel folgenden Riff haben. Okay, also es ist immer E-Seite und dann Hammer-On von 5 auf 7 auf der A-Seite. Wenn ich das jetzt, also in dem Fall wäre der das tiefe E hier, die leere E-Seite, unser Pedal-Tone. Zu dem gehen wir immer zurück. Deswegen ist das der Pedalton. So, und wenn ich das jetzt so spiele, dann klingt das wie alles Mögliche, nur nicht wie Metallica. Und das liegt ganz einfach daran, dass... dass das fehlt und dieser Sound fehlt. Den kriegt man ganz einfach dadurch, dass man den Ton hier, den Pedalton, abdämpft. Und zwar mit dem Handballen hier, dem Palm auf Englisch und wenn man da einfach mal ein bisschen rumprobiert, da braucht man wirklich einen sehr schön verzerrten Sound, also High Gain. Und dann einfach nur die leere E-Seite nimmt und am besten die anderen Seiten abdämpft mit der linken Hand. Und dann einfach nur diesen Downstroke. Dann hört man, wenn man den Handballen, also die Hand hier nach vorne und zurück bewegt, wie sich der Sound verändert. Also... je weiter vor ich gehe, desto thrashiger wird es. Also im Thrash Metal wird vor allem diesem 80er Thrash Metal wird vor allem dieser ganz heftige, kurz weit vorne abgedämpfte Sound verwendet. Bisschen weiter hinten, da kriegt man dann noch ein bisschen mehr von der E-Seite mit, also mehr Tiefe. Hört man das? Also wenn ich nach vorne gehe, hier auf dem gleichen Riff. So würde das Metallica machen und weiter vorne. Riesenunterschied. Also nochmal. Ist das. Du bist also im Prinzip. Genau hier nach der. Also Brücke. Wenn ich direkt nach der Bridge hier drauf liege, dann klingt das. Nach Metallica. Also so wie sie jetzt heutzutage klingen. Damals auf dem ersten Album Kill 'Em All. Ja. Da hat das alles noch ein bisschen, das ist ja Thrashiger. Ewigkeiten her schon thrashiger geklungen. Da waren aber und wenn man das macht und seine Hand nach vorne bewegt dabei, also den Palm, dann hört man, wie der Sound sich verändert. Ja. Und das muss man einfach anpassen, je nachdem, was man spielen will. Das ist ein Millimeter. Ja, also einfach mit rumprobieren. Und wie man das jetzt üben kann, ist ganz einfach, erstmal das praktisch die Trockenübung, das so hinzukriegen, dass das nach was klingt. Und hier auch wieder ganz, ganz, ganz wichtig, wie immer im Metal, Präzision und Millimeterarbeit. Also es muss wirklich jeder Ton, also jeder Anschlag muss den gleichen Wert haben. Also es muss alles gleich laut sein und gleich schnell, also im Rhythmus. Am besten mit Metronom üben. Und dann versuchen, das präzise und über 20 Minuten lang hin auf einem linearen Level zu halten. Also gleichbleibend. Und das ist... Also muss mal zeigen, also ich bin jetzt im Prinzip dein Schüler und du sagst mir nochmal, was ich machen muss. Also. Linke Hand. Einfach hier drauflegen. Zeigefinger ab der A-Seite. Genau, man kann auch ein E einfach greifen, ein E, Powerchord, und dann gleichzeitig mit dem Zeigefinger den Rest hier unten abdämpfen. Bei High-Gain-Sounds gibt es nämlich immer gerne mal Nebengeräusche, die man nicht will. Salah. Genau, so, und dann machen wir schlagen zweimal hier mit alles Downstrokes, die E-Seite, und dann nur die A- und D-Seite. Die nicht abgedämpft. Dann gibt das so einen Kontrast. Genau.
das einfach üben mit Metronom. Aha. Und dann, wie, das ist das gleiche wie beim. Wie bei dem Riff, was wir vorher angesprochen hatten. Verdammt lang her. Einfach. Auf Tempo bringen, versuchen zu halten und wenn die Grenze erreicht ist, einfach langsamer werden. Aber die Energie beibehalten. Also. Vor allem, es kommt alles aus dem Handgelenk, wenn man bei James Hetfield schaut. Für mich ein Mysterium, der ja, Mann. Ja, 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 ja. Wahnsinn. Und noch singen. Unfassbar. Wie kannst du so spielen und singen? Diese Riffs gleichzeitig zu spielen und zu singen. Es gibt zum Beispiel die Band Avenged Sevenfold, eine wahnsinnig gute Metal-Band. Extrem gute Musiker. Sag das mal langsam. Avenged Sevenfold. Avenged Sevenfold. Genau, also A7X ist der Spitzname, das kann man eingeben. Ja, ja. Also A7X, das kann man eingeben bei YouTube, dann kommt das direkt alles. Und den Gitarrist Sinister Gates, der kommt auch vom MI, der ist ein wahnsinniger Gitarrist. Und die beiden. Was ist MI? Musicians Institute. Ah. Da kommen Leute wie Paul Gilbert, Dean Brown, Scott Henderson und. Frank Gambale. Genau. Und eben Sinister Gates kommen daher. Und die sind Buckethead. Ja. Genau. Tier. Ein Tier. Die sind auf Tour mit Metallica. Schon sehr oft gewesen. Und haben gesagt, jede Nacht, wenn Metallica nach ihnen spielt, stehen sie hinten hinter der Bühne und hören durch James Hetfields Monitor, was er spielt und wie präzise und perfekt das ist, was er spielt. Boah. Und die sagen beide, es ist ihre Ikone. Ja. Und James Hetfield macht das einmal dadurch, dass er das genau wie Angus Young schon seit Ewigkeiten macht, diese Art von Musik zu spielen. Das ist dasselbe immer. Genau. Und vor allem halt auch durch stundenlanges Üben der eigenen Songs mit Metronom. Echt? Ja. Vor jeder Tour wird da geübt, stundenlang, die Dinge. Weil man hält das ausdauertechnisch nicht durch sonst. Nee. Also die rechte Hand, gerade eben, weil da so viel mit Palm-Muting und mit es ist auch, Downstrokes gemacht jetzt, wird. Ich bin nächstes Jahr 50, das kann ich ja sagen. Wenn ich jetzt, extra gesagt, Sebastian, ich komme eine halbe Stunde später, weil ich noch trainieren muss. Ne? Ja. Ich habe es heute Morgen gemerkt, wenn ich nicht meine Übungen mache, habe ich nicht die Fitness. Ich kann nicht hier stundenlang sitzen und reden. Okay. Und ihr seht auch in meinen Videos von zu Hause, hinter mir ist das Monster. Guckt mal im Video, das ist ein Crosstrainer. Ja? Und ich habe den extra hinter mir stehen, damit ich jeden Tag auf das Ding drauf gehe. Ja? Sonst habe ich nicht die Fitness. Also ich brauche zusätzlich zum Üben, brauchst du die Fitness. Ja. Und die Leute lachen als über die Rolling Stones oder ne? Bevor die auf Tour gehen, spielen die 4 Wochen lang jedes also ein komplettes Konzert, also ein komplettes Set, 2-mal am Tag. Du findest auf YouTube, Mick Jagger ist über 70 jetzt, 71. Ja. Du findest auf YouTube Videos, wo Mick Jagger sich vorbereitet. Jetzt aktuelle Videos, wo Yoga, wo er sich vorbereitet physisch für die Tour. Das ist abartig. Was für ein Fitnesstrainer der hat. Und wie der, also, es geht nicht nur darum, gut zu spielen. Es geht darum, da werden wir auch viel mehr reden im neuen Jahr, mental fit zu sein, an sich zu glauben, physisch fit zu sein und natürlich zu üben bedeutet ja nichts anderes. Ich bin kein Freund vom Wort üben. Ich bin ein Freund von Training, Wiederholungen. Ja. Weil das macht dich halt besser und das macht dich fit. Es geht ja darum, fit zu sein. Also die Palm-Mutes an sich, wie du jetzt erklärt hast, in E, sehr gute Idee, weil es nicht einfach ist. Es ist einfacher, einen Power-Chord zu muten hier irgendwo. Genau. Da muss ich nicht, weil da ist das Problem, das ist sehr monoton, also ich spiele, da ist keine Betonung drin. Wenn ich das aber praktisch den Pedalton wieder die tiefe E-Seite nehme, dann habe ich wieder die Betonung und das ist das Schwierigste, was ich auch mit meinen Schülern gemerkt habe, wenn man
diese Betonung so klar rauszuspielen, das ist sehr, sehr schwierig. Weil man zwischen dem Palm-Mute... Ich gehe mal hier so... Genau. Ich habe noch den AC/DC-Sound, aber es klingt trotzdem cool. So, und das wäre jetzt nur Downstrokes. Und bei Master of Puppets, wie bei der Frage, das sind das ja eigentlich auch nur Downstrokes. Ja. Und bis man den Song mal komplett durchhält, da ist ja nur ein Part drin, bei dem man mal ein bisschen relaxen, da seine Akkorde spielen kann. Und ansonsten ist das volle Kanne Downstrokes permanent. Das ist, da muss man sehr viel üben und vor allem sehr viel den Song üben. Also ja, wirklich den Song stundenlang am Tag üben. Ja, also Palm-Mutes nochmal ist nicht so kompliziert, wenn ich es zusammenfassen darf, damit wir jetzt da nicht... Ja. Ganz wichtig ist mir, Leute, wir reden zwar viel, aber ist wichtig, macht keine Philosophie draus. Ja. Geht viel mehr, wir sind alle, wir wissen so viel. Ja. Die Menschen sind so Wissensriesen und beim Realisieren sind sie meistens Zwerge. Ja. Also das vom Zwergen mal aufsteigen zum Riesen. Das heißt, fürs neue Jahr als Motto vielleicht für euch alle, mehr 90% üben, mehr Zeit verbringen mit der Ausführung, 10% mit dem Gucken. Was macht der? Was macht? Natürlich freuen wir uns, wer bei euch einloggt und guckt und macht. Aber mein oberstes Ziel ist immer, bring die Leute, motiviere sie, bring sie dazu zum Üben. Bring sie dazu, wenn sie sich so einen Livestream angeguckt haben, dass sie danach brennen. Dass sie diese Bock haben. Gitarre in die Hand nehmen und brennen. Ja? Ja. Ihr braucht doch nicht, bitte, ihr braucht nicht 20 Gitarren. Ihr braucht nicht 100 Amps. Ja? Schweige denn 100 Pedale. Braucht man alles nicht. Die beste Leute haben ein auf sie abgestimmtes Equipment. Die spielen immer die gleiche Gitarre. Ja. Guck das Santana an, guck der Clapton an, guck sie dir an. Warum? Weil je mehr du auf deinem Instrument spielst, auf deinen drei, vier Instrumenten, umso besser gewöhnst dich dran. Es ist wie ein paar Schuhe, es ist Einkaufer. Ja. Du nimmst die Hand und fühlst dich sofort wohl. Das gleiche ist mit deinen Amps. Wenn du jetzt auf Marshall stehst, auf den rohen Sound eines Marshalls, dann ist dieser erste Instinkt eigentlich das Richtige. Bleib bei den Amps. Ja. Ja? Mach dich nicht verrückt. Wenn du auf den weicheren Sound stehst, des Blues, vielleicht ist dann ein Fender Amp, so ein Tweed Amp das Richtige für dich. Wenn du auf das Harte abfährst, dann guck dir einen Boogie an. Guck dir an, was Petrucci macht. Genau. Ne? Ich habe den Petrucci eben gespielt. Letzte Woche. Echt? Im Rockshop. Brett. Aber auch ne, clean Boogie. Super geiler Boogie-Sound. Kannst auch wunderbar alles Mögliche spielen. Du musst jetzt nicht unbedingt heftiges Zeug spielen. Ja. Das ist ein Traum-Amp. Ja, mit einem heftigen Preis natürlich auch, aber hey, es ist ein Profi-Werkzeug. Der Mann ist einer der maximalen Profis der Welt. Ja. John Petrucci. Also Motivation. Gitarre in die Hand nehmen. Üben. Spaß haben. Leute, nichts kommt von nichts. Ja. Ja. Wie soll es funktionieren, wenn du dich nicht hinsetzt und, weißt du, meine Schüler üben Master of Puppets und meinen dann nach zwei Wochen, es geht doch. Ich sage, ja, es geht, aber üb's weiter. Spiel's noch ein halbes Jahr. Bis es mal wirklich so geht, dass es... Ja, dass es 1:1 spielen kannst. Ja. Ja. Hier eine kleine Anekdote. Jimi Hendrix bringt das erste Album raus. Ich schmück die Geschichte nicht übertrieben aus. Ne? Ja. Ich könnte es, aber ich mach's nicht. Sonst schlafen sie mal. Nee, die schlafen nicht ein, weil es ist einfach viel zu geil. Sorry. Er tourt durch England, er spielt Clubs, 500 Leute, Eric Clapton ist im Publikum, Jeff Beck ist im Publikum, Keith Richards, die Leute gucken sich den Typen an und sagen,
was ist das? Was ist da passiert? Wo kommt der her? Was ist hier los? Wirklich, Clapton und Beck haben beide gesagt, wir haben an unserem, an uns gezweifelt. Und wie hat Clapton sich kuriert? Ganz einfach. Das erste Album kommt raus. Clapton kauft sich die Platte. So steht es in seiner Biografie. Er hört sie sich hunderte Male an und lernt alle Parts zu spielen. Rhythmus, Solo-Gitarre. Er spielt es nach ein halbes Jahr daran gearbeitet. Spielt er alles genau so. Und er behauptet in seiner Biografie, du kannst ihn nachts um 3 Uhr wecken, jetzt, 40 Jahre später. Er kann jeden noch. Und er kann jeden Song noch. Und er wird jetzt die Songs jetzt nicht live spielen, weil Hendrix ist Hendrix und er ist er. Aber er kann das noch. Und so wichtig war ihm, für sein eigenes Ich, sich selbst zu beweisen, Mensch, das ist nicht unmöglich, ich kann das. Das Gleiche kannst du machen. Du nimmst dir einen Song und beweist dir im Monat Januar zum Beispiel, diesen Song, den der gehört mir. Ja. Ja. Und du suchst dir einen aus auf deinem Level, vielleicht einen Tick drüber. Einen Tick drüber, damit er richtig gefordert ist. Und dann machst du einen pro Monat. Und im nächsten Monat, dann hast du am Ende des Jahres im Idealfall ein komplettes Album, 12 Songs, die du so spielen kannst, dass du 10 Jahre später immer noch spielen kannst. Wird eine der größten Lektionen sein, die du auf der Gitarre haben kannst. Ja, auf jeden Fall. Das zu dem Thema, ja. Palmutes, also, ich fasse nochmal kurz für dich zusammen. Das ist Millimeterarbeit. Guck dir die unterschiedlichen... Ja. Das ist hier. Alles spielt sich hier ab. An der Brücke, zwischen Brücke und Tonabnehmer. Und guck dir das. Schau vor allem ja. Metallica, ja. Megadeth, ja. Dream Theater. Ja. Schau dir die live an. Oder schau dir von John Petrucci, der hat unzählige Videos, die ja. Gold wert ja. sind. Schau sie dir an. Rock Discipline, mein bestes Lehrbuch. Von ja. Kann ich nur empfehlen. Okay, ich glaube, wir haben beiden Anfragen, sind wir, hoffe ich, heute ein bisschen gerecht geworden. Haben viel Spaß dabei gehabt. Ich verspreche euch, sobald ich hinter diese X, keine Ahnung, wie heißt die Software nochmal? X, ja, ich muss nochmal gucken, Moment, bevor ich da wieder einen Käse erzähle. Also im Moment verwende ich OBS Studio für Streamen. Ich würde gerne diese andere Software verwenden. Ich gehe mal zurück in die Position hier wieder. Ich würde gerne X-Split Broadcaster mehr verwenden. Wenn unter euch ein Experte ist, ich habe hier bei X-Split Broadcaster zwar besseres Bild, aber ich habe ein Audio-Problem, wenn ich mit zwei Kameras arbeite, dass das Audio immer ein Delay erzeugt, hier bei OBS Studio im Stream nicht. Gibt uns Feedback in Bezug auf den Inhalt, in Bezug auf das, was wir euch erzählt haben. Gibt uns Anregungen für neue Videos. Bleibt mit uns im neuen Jahr. Sebastian, was magst du noch sagen? Warte mal, wie lange sind wir denn jetzt online? Lass mich mal kurz gucken. Wir sind online. Eine Stunde 18. Eine Stunde 18? Wow. Ja. Oder? Ja. Wir haben... in Spitzenzeiten 16 Zuschauer, das ist wieder eine Steigerung. Wir hatten 159 Videoaufrufe, toll. Ich bin richtig happy. Livestream-Finale 2000. Sehr Was gut. können wir den Leuten jetzt noch mitgeben? Das Allerwichtigste, Spaß haben an der Musik, Spaß haben am Gitarrespielen ja. und Gas geben. Einfach machen. Was hast du dir vorgenommen fürs neue Jahr? Komm, ich frag dich jetzt noch, weil ich sag dir, was ich mir vorgenommen habe, kurz noch. Ich habe mir vorgenommen, Dinge schneller anzupacken. Also noch schneller. Und auf der Gitarre auch mich nicht zurückzulehnen, sondern kontinuierlich Gas zu geben. Und es gibt, also nie vorbei, gibt immer was zu lernen auf der Gitarre. Oh, ja. Wahnsinnig. Da, also. Man kann nie alles können, niemals, nie. Und deswegen einfach weiter positiv draufschauen, Musik hören und ja. Super.
weiter Videos machen für euch. Sehr gern. Ja, hey, viel mehr. Im neuen Jahr gibt es mal richtig, richtig viel gutes Material von euch. Ich habe mir vorgenommen, mehr auf das Thema Motivation, Coaching, Mentoring, also denn wirklich für auch für individuelle Zuschauer die richtigen Tipps und den richtigen Rat zu sammeln, in mich zu gehen. Ich werde mehr in Bezug auf Sound Design im neuen Jahr machen. Wie erzeuge ich eben diesen typischen AC/DC-Sound oder diesen typischen Clapton, Metallica, Pink Floyd, Gilmour, was auch immer ihr euch an Lieblingsgitarristen so ans Herzen, ans Herz gelegt habt. Wie mache ich zum Beispiel den Sound von diesen Leuten? Da werde ich etliches machen. Ich habe festgestellt, dass je älter ich werde, umso mehr möchte ich lernen. Deswegen ist mein Motto, und ihr werdet es im nächsten Jahr täglich von mir hören und aufs Auge gedrückt bekommen und auf die Ohren, ist besser. Also Hashtag besser. Das pushe ich nächstes Jahr so gewaltig für euch. Die Ohren pfeifen. Bis die Ohren pfeifen. Weil ich wollte Zeit meines Lebens immer besser werden. Nicht besser wie andere, sondern besser, wie ich selbst gewesen bin. Wie ich war im letzten Jahr, besser, wie ich war vor einem Monat, vor einer Woche, vor einem Tag. Das ist bei mir aber so, es erzeugt keinen Druck. Es ist besser, ist für mich ein Wort, was mich motiviert. Es erzeugt überhaupt kein, im Gegenteil, Menschen, die zum Beispiel sagen, ja, du, meine Bandkollegen sagen als, du setzt uns unter Druck, ja, wenn ich jetzt sage, Mensch, hier bei dem Song musst mehr Gas geben und musst mehr aus dir rausgehen und hier mehr mit Energie arbeiten, hier ein bisschen reduzierter. Ja. Sage ich, ja, dieses Empfinden, sich unter Druck zu setzen, ist eine höchst individuelle Sache. Also den einen musst du nur so ein bisschen pushen und er läuft, ja, und den anderen musst praktisch förmlich komplett mit dem ganzen Körper durch die Tür schieben, ans Instrument, damit es in die Hand nimmt und dann überhaupt kapiert, um was es geht. Und das, was du gesagt hast, du willst also viel schneller an Dinge rangehen, ja, das ist ein gutes Motto, das gefällt mir. Das mache ich mir auch zu eigen. Wir werden noch ein bisschen cooler im nächsten Jahr. Ich habe mir etliche Späße für euch auch ausgedacht. Da verrate ich noch nichts. Ja. Also ich meine, wir sind ja beide schon, ne, volljährig. Ich würde ja am liebsten hier richtig eine Show abziehen für euch, aber das mache ich nicht. Also ich bin nicht im Entertainment-Business, Sebastian. Nee. Wir spielen zwar, wir unterhalten die Leute, wenn wir Musik machen, aber wir sind im Education-Business, ja, und nicht im Entertainment-Business. Aber wir werden euch mehr entertainen, unter anderem im neuen Jahr. Weitere Details nächste Woche bei einem sehr persönlichen Stream von mir. Vermute ich, am Mittwoch werde ich den von zu Hause aus starten. Ich bedanke mich im Namen von Whip Guitar für die Zeit, die ihr mit uns geteilt habt. Sebastian, vielen Dank. Vielen, 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 vielen Dank. Und alles, alles Gute fürs nächste Jahr. Guten Rutsch. Ja. Und ja. Auch von mir alles, alles Gute. Nochmal danke. Ich fasse nochmal zusammen. Heute war AC/DC Solospiel, Palm Muting, Metallica, Energie, Motivation, all diese Themen. Übt schön fleißig, kommt ins neue Jahr. Seid vorsichtig, ballert euch nicht die Finger weg. Die braucht ihr nämlich noch. Ja. Und wir sehen uns im neuen Jahr. Das war Whip Guitar. Horst und Sebastian. Ciao. Ciao. Bye, bye. Bye.